Liebe Freunde des Lebens, herzliche Grüße hier aus Feldkirch von der 1000-Paar Babyschuhausstellung. Wir haben unsere legendäre Babyschuhausstellung heute zum 15. Mal hier in Feldkirch. Und es ist wirklich sehr berührend, wie die Menschen auf das Thema Lebensrecht positiv reflektieren. Und ich möchte euch Jemima vorstellen. Grüß dich, Jemima. Nathalie, grüß dich. Schön, dass du es wieder machst. Ja, danke dir. Apropos wieder machen, die Veranstalter sind Plattform für das Leben und der Verein Miriam, heute auch Unterstützung durch die Jugend für das Leben. Jemima, du hast auch schon mehrere Jahre, bist du mit uns dabei im Team. Kannst du uns kurz sagen, was dich bewegt, für das Lebensrecht einzustehen? Also erstmal ist Leben wunderschön für jeden und im Besonderen habe ich das einfach erfahren dürfen durch meinen Bruder. Der hat Down-Syndrom und ist jetzt mittlerweile 19 Jahre alt und der sprüht Lebensfreude und erheitert mich und die ganze Familie immer. Und wo ich dann erfahren habe, dass eigentlich die Kinder gar nicht gewollt sind, dass die eigentlich schon bei den Ärzten empfohlen werden, dass man die abtreibt, weil die eben nicht lebenswürdig sind, belastend sind, haben mir gedacht, woher kommen diese falschen Informationen? Es braucht richtige Informationen, gute. Und noch mehr schockiert hat mich, dass man die bis zum letzten Tag vor der Geburt abtreiben darf. Danke, Jemima. Sie hat ja täglich mit ihrem Bruder zu tun und sie weiß, von was sie spricht. Ich finde es total authentisch. Danke dir. Du warst ja schon mehrmals auch bei unseren Aktionen dabei. Was hast du so in der Vergangenheit einfach auch als Positives oder etwas, was auch dich berührt, mitgenommen? Also sehr bewegend war für mich eine Situation, da kam eine 70-jährige Frau auf uns zu, hat eben gefragt, die 1000 Schuhe, für was die stehen. Und ich habe ihr das nur kurz erklärt, dass eben 1000 Kinder in Vorarlberg jedes Jahr abtrieben werden. Und da ist, also sie war 70 und dann ist sie zurückgefallen, hat erzählt, wie sie mit 17 Jahren zur Abtreibung gezwungen worden ist. Hat alles erzählen können, was sie gegessen hat, was sie getrunken hat. Sie hat sich an jedes Detail erinnert. Und das Traurige war, dass ihr da niemand geholfen hat, mit diesem Schmerz umzugehen. Es ist, sie musste das machen und es war dann tabu und sie musste mit klarkommen. Und das finde ich eigentlich das Schöne auch, dass ihr das so macht, dass ihr die Mütter, die eben eigentlich zurückbleiben mit diesem Schmerz, zeigt, ihr habt hier eine Plattform, drüber zu reden. Ihr dürft euren Schmerz und auch eine Vergebung finden für das. Sehr schön hast du das gesagt. Danke, Jemima. Ja, es geht uns wirklich um die Frauen und das Kind, weil bei jeder Abtreibung stirbt ein Kind und es bleibt das zweite Opfer zurück, das ist die Mutter. Die Mutter, die oft bis an ihr Lebensende leidet, wie sie es auch beschrieben hat. Ich kann das auch bestätigen von zahlreichen Begleitungen von Frauen, die ich als in der Beratungstätigkeit auch im Kontakt bin und begleite. Es stimmt wirklich und deshalb ja zum Leben aus Liebe zu den Müttern und zu den Kindern. Ja, ja zum Leben. Ja, zum Leben. Ja, wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und danken euch sehr herzlich, dass ihr im Herzen mit uns auf diesem Weg seid. Dankeschön.